Es soll jetzt darum gehen, ein erstes Vektorprodukt zu rechnen. Ich habe hier die Vektoren 0, 1, 1, Kreuz, 1, minus 1, 2. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, habe ich hier a1 gleich 0, a2 gleich 1, a3 gleich 1, b1 gleich 1, b2 gleich minus 1 und b3 gleich 2. So, und jetzt, Sie diktieren mir jetzt bitte, aber ich hätte gerne die Produkte, nicht nur die Ergebnisse. Also was ist, sagen Sie, A2, B3 als Produkt? 1 mal 2. A2, B3, jawohl, weiter. Minus 1 mal minus 1. Genau, da muss ich das Minuszeichen ein bisschen deutlicher machen. Sehr gut, zweite Zeile bitte. 1 mal 1. Gucken, ob das stimmt. A3, jawohl. 1 mal 1, das mal B, jawohl, minus. 0 mal 2. Und die letzte Zeile? 0 mal minus 1. Das mal dem, minus? 1 mal 1. Sehr gut. Also das heißt, das müssen Sie jetzt irgendwie katalogisieren, das Ganze. Haben Sie sehr schön gemacht. Und wie gesagt, Sie sollten das hier wirklich üben. Das muss rauf und runter laufen. Ja, und das heißt, das ergibt dann 2 plus 1. Das hier gibt 1 minus 0. Das hier gibt 0 minus 1 und also kommen Sie auf den orthogonalen Vektor oder auf einen orthogonalen Vektor. Denken Sie dran, da gibt es unendlich viele, den 3, 1, minus 1. Und wenn Sie jetzt das Skalar multipliziert, okay, mit dem wird es besonders einfach, mache ich mit den hinteren. Skalar multipliziere ich mit 1 minus 2, 2. Dann kriege ich das mal dem plus das mal dem plus das mal dem. Das 0, das passt also. Ja, Sie sehen, so funktioniert das und diese Formel sollten Sie in- und auswendig können.